Oh Gott, das ist genau die Stelle. Und die Musik verändert sich. Oh, neue Monado-Kraft. Oh mein Gott, ein Schutzschild. Ja, ich würde mal sagen, das ist unser nächster Bosskampf. So. Ja, neue Technik. Schild. Und jetzt, jetzt kriegen wir Gefahren gezeigt. Rot physischer Angriff, blau Ätherangriff, weiß Spezialtechnik. Und wir können Leute warnen und Schutzschilde schmieden. Arachnopöcher 1. Na dann. Schutzschild. Und die Zukunft ist. So, gehen wir auf die Spinne. Boah, na, komm. Komm schon, ich will die Spinne ausfinden. Und Angriffskette starten. Schwanken und umwerfen. Tja, was hast du jetzt zu tun, Spinne? So. Und bam. Und weiter und zack. Und gleich noch ein Arachnquetscher 1. Können wir gleich wieder das Schutzschild auspacken. Hey, dann macht sogar noch mehr Damage. Ja, das war nur ein Damage. Und Angriffskette. Schwanken. Und runter mit dir. Und es geht weiter. Und zwar hauen wir jetzt voll drauf. Ja, besiegt. Juhu, wir haben unseren nächsten Boss besiegt. Das war schon der dritte. Ja, ist auch gut so, dass sie nicht endgültig ist.
そう。何もしなかったらこうなるぞっていう警告。だったら僕はこの力を使って未来を変えてみせる。そうだな。そのきっと喜んでくれるさ、フィオルンも。うん。さあ、行こうぜ。Ja, wir sind fast am Knie des Bionis. Dann auf weiter. Und wir kriegen Sekret der Königin. Ah ja, klar, den Schutzschild müssen wir natürlich auch verbessern, damit der auch irgendwie wirkt. So, ich glaube, hier machen wir weiter. Klebriges Netz. So. Moment, da können wir jetzt mal gerade Techniken verbessern. Das heißt, wir kriegen einmal Technikpunkte und die können wir benutzen, um die Techniken aufzubessern. Jetzt können wir zum Beispiel gleich mal den Schmetterschlag stärker machen, das Schutzschild auf Stufe 2 bringen oder sogar auf Stufe 3 und zack, machen wir mehr Damage. So, die leichte Heilung können wir noch nicht machen. Gucken, was wir bei Rain machen können. Niederschlag verbessern. Vielleicht nochmal. Das solltet ihr immer ab und zu machen, das heißt die Techniken aufbessern, weil dann machen die mehr Damage und sind schneller praktisch wieder verheilt. Oder wieder einsatzfähig eben. Gut. Und dann Talente. Wir kriegen ja immer Harmoniemünzen. Und da können wir dann eben die verknüpfen, indem wir Minus drücken. Können wir hier jetzt ein Talent reinpacken. Und das kriegen dann die Charaktere zugute. Andersrum. Zusatzheilung kann ich noch nicht machen. Das kann ich machen. Ja, und dann kriegt ihr immer eben diese Effekte, wenn die beiden Charaktere zusammenkämpfen. Was wollte ich noch machen? Ach ja, genau. Kurz mal gucken, in Items, ob ich irgendwie was von der Rüstung her machen kann. Nope, die sind schlechter. Das Ledertop ist gut. Das Ledertop ist gut für Rain. Schalk. Schalk. Nein. Ja, dann nehme ich den Leichthandschuh. Den Lederschwarz hat Schalk schon an. Gebe ich den Rain. Den Regnerstiefel. Ja, sind ein bisschen besser, aber weniger Agi, aber nur ein weniger, dann nehme ich die. Und mal gucken, ob ich eine bessere Rampe, Ramme habe. Da, leicht Rampe, gut. Und wir sind, ihr seht auch schon, die Outfits verändern sich danach immer. Und wir sind schon viel besser gewappnet. Und da ist der Ausgang, juhu! Wir haben es also schon fast geschafft. Juhu. Das ist das Knie des Bions. Oi, oi, ist das riesig. Alter. Boah. Die Götter sind ja wirklich gigantisch. Also es ist echt heftig, wie groß die sind. Und da ist Mechonis. Und sein Schwert. Okay, an mich schon. Ein großer mich schon. Und der hat auch so ein rotes, so einen roten Glow wie Eisengesicht.
Okay, ein Mensch gefressen. Okay, das war ein bisschen unheimlich. Und wir sind am Ende des Kapitels. Also Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Das waren jetzt wahrscheinlich 4 Parts, wenn nicht 5 Parts. Eher 4. Und wenn es euch gefallen hat, ja, trotz meiner Stimme und so weiter, kann ich nur das sagen, was ich immer am Ende von Parts oder einem Part sage. Abonnieren hilft mir immer. Wer freut sich nicht über ein Abonnement? Dann bewerten natürlich jedes der Videos und auch die Kommentare da lassen und so weiter, wie ihr das findet, ob ihr euch Xenoblade schon geholt habt, ob ihr vielleicht auch gerade an der Stelle seid und hängt, Fragen und so weiter, kann man natürlich auch mal beantworten und ja, einfach so ein bisschen zeigen, wie euch Xenoblade gefällt und so. Dann würde ich sagen, bis nächstes Mal, danke fürs Zuschauen und der nächste Part kommt bestimmt bald.